Ja, dass jetzt bei mir die Uhren nur so reinpurzeln, liegt nicht daran, dass ich im Lotto gewonnen habe. Das sieht ein bisschen aus wie eine Nagelfeile, ist es aber nicht. Wir haben Mittwochmorgen, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Eine neue Uhr, ein neues Video, eine Woche am Arm. Diese wunderschöne Uhr hier habe ich bei Circula schon vor einigen Monaten bestellt. Die ist jetzt erst ausgeliefert worden. Insofern habe ich wirklich nicht im Lotto gewonnen und habe auch nicht Geld ohne Ende zur Verfügung, sondern das sind Uhren, die ich mir über das Jahr bestellt habe. Das gleiche gilt für die Van Dijk, die wahrscheinlich im Dezember noch kommt. Es häuft sich gegen Jahresende, aber das sind alles Uhren, die schon vor längerer Zeit bestellt und bezahlt wurden. Ja, ich freue mich total auf die Woche mit der Circula. Letzte Woche hatte ich ja meine müde Pro-Trail am Arm. Jetzt wird es die Circula sein und ich nehme euch sehr gerne mit auf die Reise. Wir haben Dienstagabend, 5:30, Tag 1 meiner eine Woche am Arm. Heute ist sie angekommen. Heute habe ich das Unboxing-Video gemacht, die Circula Pro-Trail in der Standardausführung mit dem metallfarbenen gehärteten Gehäuse und dem schwarzen Ziffernblatt. Ja, mein Unboxing-Video hat ein kleines bisschen für Aufruhr gesorgt. Ich verlinke euch das hier. Na Quatsch, da oben. Da oben verlinke ich euch das. Nee, da. Also irgendwo hier an der Ecke verlinke ich euch das. Und schaut es euch gerne mal an. Ich habe mich beim Unboxing ein bisschen über die Verpackung aufgeregt. Und da das Ganze ungefiltert und in Echtzeit aufgenommen wird, während ich die Verpackung aufmache, ist das vielleicht ein kleines bisschen direkter gewesen, als ich üblicherweise bin. Ich blende euch auch einige Szenen jetzt ein. Dann könnt ihr euch selbst mal einen kleinen Eindruck davon machen. Am Ende war es eine Sache, über die ich mich 20 Sekunden aufgeregt habe. Zum Glück hat Cornelius Huber, der Chef von Circula, auch drüber gelacht. Also völlig entspannt das Ganze. Ich mag diese Verpackungschips immer noch nicht, auch wenn ich sie theoretisch essen könnte. Aber sie fliegen einfach nur rum und wenn der Hund sich schluckt, sie bleiben in der Speiseröhre oder Luftröhre stecken. Ist nicht so richtig dolle. Ich mag andere Verpackung lieber, aber das war es auch schon zu dem Thema. Zur Uhr selber. Eine super Uhr, gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich freue mich unglaublich drauf, diese Uhr jetzt die ganze Woche tragen zu können und meine Eindrücke mit euch teilen zu können. Wir haben Mittwochmorgen, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. Und meine Circula Pro Trail ist natürlich noch am Arm. Besonders viel kann ich noch nicht sagen, außer dass die Uhr mir richtig gut gefällt, dass sie wirklich ein absoluter Hingucker ist. Ich versuche, wie immer, über die Woche noch bessere Fotos zu machen. Ich kann schon sagen, ich konnte sie die ganze Nacht über ablesen. Das heißt, Leuchtmasse reicht wirklich die ganze Nacht aus. Und da ich ja letzte Woche meine eine Woche am Arm mit der Mühle Padova gemacht habe, kann ich sagen, obwohl die Maße identisch sind, finde ich, wirkt die Uhr am Arm deutlich kleiner. Und das, obwohl sie eigentlich gar keine so breite Lünette hat, aber das Blatt ist anders aufgeteilt. Ich werde über die Woche nochmal einen Vergleich verschiedener Größen machen. Das fällt mir bei einigen Uhren besonders auf und auch diese Uhr wirkt deutlich kleiner. Ich werde sie mal mit der Padova vergleichen und mit der Supersport von Circula, weil die gleichen Maß hat, aber deutlich größer wirkt. Ich finde sowas immer spannend. Wenn ihr sowas auch mögt, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare rein. Was ihr auch machen könnt und was komplett kostenlos ist, falls noch nicht geschehen, ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Das hilft mir total und kostet euch überhaupt nichts. Ja, dann versuche ich heute mal oder spätestens morgen die Vergleichsbilder zu machen und etwas bessere Bilder von der ProTrail. Wir haben Donnerstag, Tag 2 meiner eine Woche am Arm und meine ProTrail ist natürlich noch am Arm, wie ihr ganz locker sehen könnt. Ja, das ist mir bei der ProTrail aufgefallen. Also mir ist aufgefallen, dass sie wirklich am Arm deutlich kleiner wirkt, als ich das so vermutet hätte.
Ich habe euch einige Aufnahmen heute über Tag gemacht. Im Vergleich mit anderen 40 mm Uhren, die gemäß Datenblatt 40 mm haben. Und da sieht man, dass die Pro Trail doch deutlich kleiner wirkt. Vielleicht mache ich über die Woche nochmal andere Aufnahmen. Am Arm trägt sie sich mega angenehm und ist wirklich echt super bequem am Arm. Aber größenmäßig sieht sie eher aus wie eine 38er als wie eine 40er. Aber vergleicht selber, die Bilder habe ich euch ja eingeblendet. Wir haben Donnerstag, 2 Uhr, Tag 3 meiner eine Woche am Abend. Gestern habe ich mich vertan, da habe ich glaube ich auch Donnerstag gesagt, aber Tag 2 war der Mittwoch, da war ich nicht mehr ganz wach. Heute ist Donnerstag, heute ist Tag 3 meiner eine Woche am Arm und die Pro Trail ist noch am Arm. Ja, was kann ich zu der Uhr sagen? Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Nein, drei Sachen eigentlich sind mir aufgefallen. Die Uhr leuchtet die ganze Nacht, aber definitiv nicht so hell und so stark wie viele meiner anderen Uhren. Jetzt kann man mit einiger Berechtigung argumentieren, es muss so sein, es ist eine Fieldwatch, die soll ja nicht auffallen im Feld, soll nicht über hunderte von Metern sichtbar sein. Das kann ich akzeptieren, da die Uhr auch nach 5 Stunden für mich immer noch ohne Brille ablesbar ist. Zwar mit etwas Mühe, aber sie ist ablesbar. Insofern passt das für mich. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, die ersten beiden Tage hat mich bei der Uhr etwas dauerhaft genervt. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich rausgefunden habe, was das war. Die piekte immer ein kleines bisschen am Arm. Und das lag daran, dass diese Keeper hier, zumindest einer von beiden, entweder mit so einer Art Angelschnur künstlichem Plastikfaden vernäht war oder aber eines der Teile dieser Kunststoff-Außenhaut, ich vermute, es ist Kunststoff, beim Verschmelzen eine scharfe Kante hatte. Und das hat dann immer hier auf der Innenseite des Arms bei bestimmten Bewegungen so einen kleinen Pieks verursacht. Jetzt keinen richtigen Schmerz, aber ich habe die Uhr halt gemerkt, wenn sie sich bewegt hat. Und auf Dauer hat mich das unglaublich genervt. Ich habe jetzt ein Feuerzeug dran gehalten, es ist weg. Ich werde nochmal mit der Nagelfeile ein bisschen drüber gehen, das aufrauen und dann sollte das Problem komplett behoben sein. Was mir noch aufgefallen ist, und das finde ich absolut mega positiv, also ich schaue diese Uhr unglaublich gerne an. Die hat so viele verschiedene Kanten und Facetten. Aber das kommt im Video echt nicht so rüber, wie das in der Wirklichkeit ist. So viele unterschiedliche Lichtbrechungen. Wenn man drauf guckt und die Uhr bewegt, immer wieder kommt was anderes zum Vorschein. Ich versuche das gleich nochmal in der anderen Kameraeinstellung einzufangen. Richtig klasse. Also die Uhr ist alles andere als langweilig. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ihm gefällt das nicht. Aber langweilig ist diese Uhr garantiert überhaupt nicht. Ich werde nachher auch nochmal nachmessen. Ich habe ja diese Woche schon einige Bilder gezeigt über die Größenverhältnisse, wie die Uhr am Arm wirkt. Ich habe jetzt eine Idee bekommen, woran es liegen könnte, dass die Pro Trail am Arm etwas kleiner wirkt. Das werde ich euch heute auch nochmal im Video zeigen. Ich werde das versuchen nachzumessen und überprüfen, ob meine Idee, meine Vermutung richtig ist oder ob ich mich vertan habe und es wirklich nur das Design ist. Hier ist also nochmal die Uhr. Ich zeige sie euch nochmal aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und allein schon die Tatsache, dass wir hier auf der Seite verschiedene Ebenen und nochmal abgeschliffene Winkel haben. 1, 2, 3, 4, 5 gerade Flächen, die sich abwechseln. Über der Krone ist die mittlere und dann kommen nochmal zwei, absolut genial. Dann die Seitenflanke mit dem vertieft liegenden, aufgerauten Fell. Das sieht ein bisschen aus wie eine Nagelfeile, ist es aber nicht. Also das ist nicht so rau wie eine Nagelfeile, aber schon deutlich rauer als die normale Oberfläche. Und auf der anderen Seite sieht das dann nochmal ganz ähnlich aus. Das ist schon echt eine richtige Uhr zum Hingucken. Obendrauf kann man das im Licht sehen, ja hier, der Ring, der ist poliert, also das ist schon eine richtig feine Sache und auch der Bereich des Bandanstoßes,
ist mit unterschiedlichen Ebenen, Stufen versehen. Ob man das jetzt mag oder nicht, das ist ganz eindeutig eine Geschmacksfrage. Aber langweilig ist die Uhr definitiv nicht. Also wirklich ein Hingucker mit ganz vielen Sachen zu entdecken, wenn man länger drauf guckt. Finde ich wirklich klasse. Und jetzt komme ich noch mal kurz zu der Sache, die ich erwähnt hatte bezüglich der Breite. Und zwar habe ich den Eindruck, dass die Uhr, kann man das an der Seite sehen, nach oben ein bisschen zuläuft und deshalb oben bei der Draufsicht schmaler wirkt und unten etwas breiter ist. Ich werde das messen, indem ich einmal den Durchmesser des Bodens messe und einmal den Durchmesser oben bei der Lünette. So, jetzt sind wir hier bei dem Boden und da haben wir 41,5. Das ist aber viel. So, ich lock das an der Krone, gehe den Radius nach und damit habe ich dann ja den größten Radius erwischt. 41,5. 41,5 ist der Durchmesser hier unten am Boden. Und jetzt messe ich oben die Lünette. Das wird etwas schwieriger, aber auch das bekomme ich sicherlich hin. Dann lag ich mit meinem Eindruck ja gar nicht so falsch, dass die Lünette schmaler ist als der Bodenteil. Und zwar nicht unerheblich schmaler. Nochmal das Ganze. Es bleibt bei 39. Und dazu kommt dann noch, dass die Lünette gemessen habe ich hier unten. Also ich zeige es euch mal, wo genau. Gemessen habe ich diesen Teil hier. Den hier, aber die läuft ja noch mal schräg nach oben weg, so dass sie von oben noch mal ein kleines bisschen zusammenläuft. Und das lässt die Uhr, denke ich, alles in allem deutlich schmaler wirken. Bei der Gelegenheit noch kurz ein nettes Gimmick. Das Glas steht ein kleines bisschen über. Das steht etwas über, wie ihr sehen könnt. Macht das Glas natürlich empfindlicher, gibt aber auch noch mal ein ganz nettes Lichtspiel. Am Freitagmorgen 10 nach 9, Tag 4, meine eine Woche am Arm und meine Circular Pro Trail ist noch am Arm. Also ich muss sagen, und das kann ich nach 4 Tagen schon relativ sicher sagen, die Circular ist eine der aufregendsten Uhren in meiner Sammlung. Aufregend im Sinne von interessante Gehäuseform, interessante Ziffernblattgestaltung. Also wirklich ganz außergewöhnlich und nichts in dieser Art habe ich in meiner Sammlung mit so vielen unterschiedlichen Facetten. Ich habe eckige Uhren, ich habe Uhren in Tonneauform, aber die haben halt ein anderes Ziffernblatt. Ich habe gehärtete Uhren, die haben aber nicht hier diese Aussparung. Also wirklich ganz, ganz viel kommt zusammen bei dieser Uhr, was mich richtig begeistert. Ob man den Stil mag oder nicht mag, ist natürlich immer Geschmackssache. Größe ist eine individuelle Sache. Aber ich glaube, niemand kann bestreiten, dass diese Uhr tatsächlich außergewöhnlich ist, was die Formgestaltung und die Designelemente betrifft. Das fasziniert mich absolut und ich bin ziemlich begeistert von dieser Uhr, die sich zudem auch noch sehr angenehm trägt. Einen Nachtrag muss ich noch zu gestern machen. Ich habe ja gestern die Uhr durchgemessen und habe gesagt, sie hat einen Durchmesser von 41 mm. Das hat mir keine Ruhe gelassen, weil
Circular auf der Webseite ja angibt, dass sie 40 mm hat und ich habe 41,5, glaube ich, gestern gemessen. Und ich habe nochmal nachgedacht. Einen Moment bitte. Ups, das war jetzt gerade mein Auto. Deine Netzwerkverbindung ist instabil. Bitte versuch es noch einmal. Nee, will ich gar nicht. So, ich habe nochmal nachgedacht. Die Uhr ist ja ein bisschen kantig hier und ich habe mit der Schieblehre, also hier ist sie so ein bisschen kantig, so einen Radius gemessen. Wahrscheinlich haben diese Ecken hier die 41,5 und am schmalsten Durchmesser hat sie vielleicht wirklich 40 mm. Aber das kann ich nur ganz schwer nachmessen. Das nur als Nachtrag zu gestern. Oben, dass sie oben 39 hat oder knapp unter 39 bleibt. Und auch der gesamte Eindruck, dass die Uhr so nach oben etwas zusammenläuft, bleibt auch dadurch und durch die Ziffernblattgestaltung wirkt sie meiner Meinung nach tatsächlich deutlich kleiner als andere Uhren mit einer vergleichbaren Größe. Wir haben Freitagabend, Tag 4 meiner eine Woche am Abend, 21:45 und die Circular Pro Trail ist natürlich noch am Arm. Heute Nachmittag waren wir ganz spontan auf einem Weihnachtsmarkt, das habe ich euch gerade eingeblendet. Heute Abend haben wir uns es dann ziemlich gut gehen lassen mit einer Sache, die wir schon ewig nicht mehr gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Sandwich Toast. So ein Sandwich-Toaster, ein paar Toastscheiben, ein bisschen was dazwischen, das Ganze heiß gemacht, ist fast wie was zu essen. Also war richtig gut, haben wir beide total genossen. Dazu eine schöne Flasche Rotwein und natürlich war die Pro Trail am Arm. Und ich bin echt wirklich richtig begeistert von der Uhr. Ich musste immer mal wieder die Kamera halten, weil ich einfach das Gehäuse und das Blatt einen richtigen Hingucker finde. Ich weiß gar nicht, ob ich den Boden bisher ausreichend gewürdigt habe, denn auch der ist alles andere als langweilig, richtig schön gestaltet, mit Weicheisenkäfig, damit Magnetfeld geschützt über das übliche der Standard-DIN-Norm hinaus, das Gehäuse kolsterisiert, das heißt nicht nur beschichtet, sondern richtig gehärtet. Absolut super, die Farbe so ein kleines bisschen dunkler, richtig schön, außergewöhnlich, macht mir richtig mega Spaß. Für morgen habe ich überlegt, dass ich gerne einmal versuchen würde, verschiedene Bänder dran zu machen, obwohl ich ehrlich gesagt überhaupt keinen inneren Antrieb dazu habe, weil ich finde, dass das Stoffband hier einfach hervorragend zu der Uhr passt. Auf der Rückseite mit Leder, wie ihr sehen könnt, mit Schnellwechselsystem. Macht mir richtig Spaß und wenn es nicht um dieses Video ginge, würde ich es wahrscheinlich gar nicht versuchen. Wir haben Samstagmorgen, Tag 5 meiner eine Woche am Arm. Wir haben, könnt ihr sehen, 11:30, also Samstagmorgen stimmt wohl nicht mehr ganz, aber ich habe mal wieder richtig genüsslich ausgeschlafen. Und ja, meine Pro Trail ist noch am Arm. Ich weiß gar nicht, was ich noch über die Uhr sagen soll. So nach einigen Tagen gehen dann oft die ersten Eindrücke aus, weil die ersten Tage sind naturgemäß immer am intensivsten. Was ich noch sagen kann, und da weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt tatsächlich eingefangen bekomme, das verwendete Segeltuchband mit der Lederinnenseite ist im Sonnenlicht etwas außergewöhnlich, weil das unglaublich glitzert und funkelt. Also das ist nicht so matt und so lichtabsorbierend, wie ich das von anderen Bändern kenne, sondern dieses hier, das glitzert, funkelt und reflektiert das Sonnenlicht. Ich versuche mal die Kamera ein bisschen zu drehen, dass ich das Band in der Sonne habe und guck mal, ob ich das da etwas besser drauf bekomme. Also das ist relativ schwierig, aber ich kann euch versichern, das Band glitzert und funkelt in der Sonne. Das ist richtig schön, macht Spaß und
Ja, ist für mich ein neuer erster Eindruck. Ja, ich bin echt mega gespannt, weil ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich das Band an der Uhr eigentlich wirklich gut finde. Aber mal schauen, was ich so in meinem Kasten noch an anderen Sachen gefunden habe. Dank der Schnellwechselstege ist das Band ja relativ schnell runter und wieder drauf. Immer mal wieder packe ich ein Vintage-Lederband dran. Und da bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher, wie das wirkt, ob das wirklich etwas ist, was ich an diese Uhr packen wollte. Aber urteilt selber, ist das gut oder ist das weniger gut? Mir persönlich gefällt diese Kombination nicht so richtig. Dann habe ich zwei Bänder, die ich ganz interessant finde. Und zwar ist das vom Prinzip her ganz ähnlich dem Originalband. Und zwar handelt es hierbei um ein Band von, kann man es sehen, Guinan. Es ist aber etwas dicker als das Originalband. Das Originalband ist doch relativ dünn. Und das hier ist etwas dicker. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das an die Uhr dran passt, an die Aussparungen der Armbänder, Federstege, dass das der etwas größeren und dickeren Uhr wirklich gut steht. Und das probiere ich jetzt tatsächlich auch mal aus. So, und mal gucken, ob das in die Aussparung für das Band reinpasst oder nicht. Ich bin gespannt. Ja, super. Völlig problemlos. Das heißt also auch für dickere Bänder ist der Bandanstoß ausreichend groß dimensioniert. Das finde ich schon ziemlich gut. Eingerastet und kurz an den Arm. Oh, das finde ich schon ziemlich gut. Also so ein etwas dickeres Band an der Uhr finde ich passt ganz gut. Aber ich habe noch ein noch größeres Band. Und zwar ist das hier ein Hedley oder Bradley Aroma. Die gibt es, glaube ich, schon gar nicht mehr bei Amazon. Das ist hier am Anstoß richtig dick und fett. Da werde ich nur einmal den Anstoß ausprobieren, ob der passt. So von der Seite, oh, das ist schon mächtig. Aber es schließt hier oben mit den Hörnern sehr glatt ab. Das gefällt mir schon ganz gut, muss ich gestehen. Was habe ich denn sonst noch an Bändern? Ich habe hier so ein schwarz-grünes. Das könnte eigentlich auch ganz gut zu dem Military-Style der Uhr passen. Das Ganze habe ich auch nochmal in schwarz-braun. Auch das könnte eigentlich ganz gut zum Stil der Uhr passen. Ich nehme nochmal dieses richtige Ende für die Seite hier oben. Ja, das würde auch eigentlich sehr gut zum Stil der Uhr passen. Die Schließ muss natürlich eine andere sein, da muss man nicht drüber reden. Und nochmal eine andere Alternative, von der ich auch glaube, dass die funktionieren kann. Und zwar ist das hier so ein Perlonband. Das passt, glaube ich, auch hervorragend zum Stil der Uhr. Ja, ist schon interessant, dass ich wahlweise das dickere und das dünnere Band gut finde. Ich sehe gerade, ich habe es falsch rum montiert. So passt es dann auch. Ja, ich hatte, ja, das ist das Originalband. Das ist das Band, von dem ich meinte, dass es auch ganz gut dazu aussehen könnte. Und das ist das Band, was ich jetzt endgültig dran gemacht habe. Also komplett das Gegenteil von dem etwas dickeren. Aber ich bin der Meinung, dass das an einer Uhr im Fieldwatch-Design, im Military-Design echt gut aussieht und wirklich gut passt. Und so sitzt die Uhr dann mit diesem Band am Arm. Und das finde ich absolut super. So bleibt es jetzt erstmal. Wir haben Sonntag, Tag 6, meiner eine Woche am Arm. Wir haben 20 vor 11 in der Nacht. Was bedeutet, ich habe heute Morgen keine Aufnahme gemacht? Na, das stimmt so eigentlich nicht. Ich habe eine gemacht, aber keinen Text eingesprochen. Ich habe euch heute Morgen mit meiner GoPro, ich kann sie euch mal kurz zeigen, hier, das ist also mein neues Spielzeug, mit dem ich so ein bisschen rumexperimentiere, mit der GoPro eine Aufnahme gemacht, um euch zu zeigen, dass die Zirkular
Pro Trail in der Tat wasserdicht ist, zumindest für Unterwasser Händewaschen. Ich finde, ist eine ganz witzige Aufnahme. Wollte ich euch gerade zeigen. Dann ist mir eingefallen, ich habe euch gestern nicht gesagt, was das für ein Band genau ist, was ich jetzt an der Uhr habe. Ich habe euch ja nur gesagt, es ist so ein Durchzugsband, was auch so ein kleines bisschen luftig im Sommer ist und schnell trocknet. Es ist ein Perlon-Band von Eulite. Hier an der Schließe kann man es, glaube ich, sehen. Ja, geht nicht scharf. Ne, geht nicht scharf. Ist ein Band von Eulite. Ist auch nicht teuer. Die haben unterschiedliche Qualitäten. Da könnt ihr euch ganz bequem raussuchen, was euch am liebsten ist. Ich finde die für Sommeruhren eigentlich ausgesprochen angenehm und insbesondere jetzt auch für diese Uhr finde ich, passt das wirklich hervorragend und trägt sich in meinen Augen auch angenehmer als ein Durchzugsband NATO oder Zulu. Ist aber nur meine Meinung. Was habe ich heute sonst gemacht? Ah ja, heute habe ich einen hammermäßigen Videotag gemacht. Ich habe heute 12 Videos aufgenommen und eingesprochen. Die müssen jetzt noch geschnitten werden und das gibt dann meine Serie über Weihnachten und im Januar über ein Langzeitfazit meiner 2021 gekauften Uhren. Ich werde diese Serie für den Dezember 22 und Januar 23 vorbereiten. Morgen ist mein letzter Tag, morgen werde ich ein Fazit ziehen. Ihr könnt euch denken, wie es ausgeht. Es gibt ganz, ganz viel Licht. Es gibt 2, 3 Schattensachen. Eine Sache, die ich noch überhaupt nicht erwähnt habe, aber auf die gehe ich morgen ein. Wir haben Montag, Tag 7 meiner eine Woche am Arm, 20 nach 10 und meine Pro Trail ist noch am Arm. Tag 7 ist immer Zeit für ein Fazit. Ich habe die Uhr jetzt 7 Tage am Arm gehabt, außer den Zeiten, wo ich sie abgenommen habe, um sie euch zu zeigen, zu filmen, Bänder zu wechseln. Und es ist eine Uhr, die sich absolut super angenehm trägt. Ich mag das Zeigerdesign, das ist wirklich mal etwas anderes. Zeiger, die ich so nicht an jeder Uhr habe und auch noch nicht so oft gesehen habe. Ich mag das strukturiert aufgeteilte Ziffernblatt, die orangefarbenen 24-Stunden-Markierungen für die Feldzeit, die amerikanische Feldzeit. Ich mag auch die Farbe des Gehäuses, die so ein bisschen dunkler ist, gehärtet. Das ist ein Punkt, von dem ich von anderen Bestellern und Käufern der Uhr weiß, dass das bei der Auslieferung wohl Probleme gegeben hat. Die Uhr war an einigen Stellen noch in Anführungsstrichen verdreckt vom Härten, was ja durch Kohlenstoff passiert, was in die Stahlstruktur eindiffundiert wird. Bei mir war das überhaupt kein Problem. Die Uhr war sauber und insofern kann ich dazu nichts sagen, außer dass ich weiß, dass es das Problem gab. Bei mir ist es aber nicht aufgetreten. Die Leuchtkraft, das hatte ich schon im Video erwähnt, ist okay. Ich kann sie morgens um 5 noch ablesen. Aber es ist natürlich keine Taucheruhr. Eine Felduhr, eine taktische Felduhr, soll auch nicht so stark leuchten. Insofern passt das hervorragend zu der Uhr. Vielleicht hat der ein oder andere Probleme damit, sie abzulesen. Aber ich kann ohne Lesebrille nach 4 oder 5 Stunden Dunkelheit die Uhr tatsächlich noch ablesen. Und das reicht mir. Ich finde, das passt sehr gut zu der Uhr. In diesem Sinne, bleibt bitte gesund, erfreut euch an euren eigenen Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.